Also Stil ist schon, also eher schlicht als zu überladen, aufs Wesentliche beschränkt. Ich konzentriere mich lieber darauf, auf den Menschen, dass der echt rüberkommt und sich nicht so gestellt, also sich selber nicht verstellt. Und das auch dazu gehört halt dann auch, dass man die Person auch ernst nimmt, dass man dass die auch merken, man macht das gerne, man möchte auch ein gutes Foto machen, sondern man möchte ein gutes Foto machen, nicht 0815, wie jetzt beim Passbildstübchen gemacht wird. So also hinsetzen, Knips, so ist jetzt mal das andere Extrem. Da gibt es ja noch ganz viel dazwischen, aber es gibt ja sicherlich auch viele Fotografen, die schon immer so einen Automatismus ablaufen lassen und da gar nicht so gucken eigentlich erstmal, sich so viel Gedanken machen, was ist jetzt eigentlich für den oder die am besten. Ich hatte tatsächlich auch den Fall schon öfter, dass die Leute, die ich fotografiert habe, hinterher, als sie die Bilder gesehen haben, gesagt haben, das bin wirklich ich. Und ich wusste ja gar nicht, dass ich so gut aussehe. Und ich habe mich immer hässlich gefühlt oder nicht gut aussehen. Und es gibt mir jetzt einen richtigen Schub für mein Selbstbewusstsein und für mein eigenes Gefühl für mich. Haben sich irgendwie vorher noch nie so gesehen. Vielleicht auf Fotos. Und da erkenne ich mich wieder. So, das höre ich auch ganz oft. Na, ich sage ihnen einfach nicht, sie sollen lächeln. Und es ist normalerweise auch so, dass wenn den Kindern, die lächeln nicht einfach so von alleine normalerweise. Meistens mache ich das so, dass die stehen dann hier so oder sitzen, aber meistens lasse ich sie auch stehen. Und ich sage dann erstmal gar nichts. Und dann schaue ich mal, was passiert. Und dann gucken sie meistens einfach so ganz normal in die Kamera erstmal. Aber es ist ja auch nicht so, dass da keine lachenden Fotos bei uns entstehen. Das durchaus auch. Aber dann wird ein echtes Lachen und nicht so ein künstliches. Und es kommt immer auf die Personen an. Manche, da sehe ich auch, die kommen rein und dann weiß ich auch gleich, die würdest du lachen fotografieren. Und andererseits, manche sehen auch ernster besser aus und das entspricht denen einfach mehr. Also bei Bewerbungsfotos finde ich es auch wichtig, dass die Leute sich nicht so verbiegen und irgendwie was anderes darstellen, als sie wirklich sind. Und auch Familienfotos, auch da gibt es ja so dieser Klassiker, dass dann alle so in die Kamera, so heile Familie in die Kamera lachen. Und da entstehen dann auch spontane Fotos bei mir ganz viel. Dass sie schon so eine Art Schnappschuss dann gemacht wird in irgendeiner Situation, wo sie so interagieren auch und dann eine ganze Menge auch aussagt über so eine Familie, das Bild eventuell.